Jo, Freunde, Telos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir haben heute Mittwoch 19 Uhr und wir haben eine neue Spieler-SPC von EA bekommen. Und zwar ist der gute Benrahma rausgekommen, auch er wurde schon geleakt, also quasi jede SPC, die jetzt noch kommt, jedes Team, jede Karte da drin wird geleakt und dazu folgt mir gerne auf Twitter. Ja, ich retweete das meistens, deswegen da könnt ihr dann halt auf dem neuesten Stand bleiben. So, also Twitter ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. So, wir besprechen heute, wie gesagt, wie immer oder wie in jedem Video, diese Karte, die neue Karte, die rausgekommen ist. Hol dir einen besonderen Headliner Side Benrahma. Ja, wir schauen uns an, was wir abgeben müssen. Das sind zwei Sachen, 83er Rating, 84er Rating. Heißt, der wird auf jeden Fall unter 100k kosten, so 70k würde ich mal schätzen. Ich pinne euch den Preis, wenn Footbin soweit ist, auf jeden Fall in den Kommentaren an. Und ja, dann schauen wir uns die Karte an und dann gehen wir auch gleich auf die Verlinkbarkeit. Wie kann man den guten Benrahma verlinken? Welche Karten sind sehr ähnlich zu ihm? Und ja, ZOM-Karte aus der Premier League. Die Linkbarkeit ist hier nicht so gegeben, allerdings ist das eine sehr, sehr starke Karte, weil wir haben hier 1,72 perfekte Größe für ein ZOM. Hochmittel Arbeitsraten, auch perfekte Arbeitsraten, 4 Sterne, ja, besser geht's fast nicht, natürlich außer mit 5 Sterne Weak oder Skill. Starker Fuß rechts und wir haben hier sehr geile Werte. Zuerst für die Eigenschaften, da haben wir auch noch Flair und Außenbeschuss, zwei auch gute Eigenschaften, ja leider kein Finesse-Trade, aber dafür der Flair-Trade. Und kommen wir zu den Attribut-Details. Ja, wir haben ein Tempo von 88 hierbei. Ist der 90er Antritt überragend, ja, 7-8 Spielergeschwindigkeit ist auch nicht schlecht. Dann haben wir einen 83er Schuss, die Schusskraft ist gut, der Weitschuss ist auch okay, der Abschuss ist auch okay, die Stellungsspiel mit 86 ist auch sehr gut und Volleys und Elfmeter lassen wir mal außer Acht. Ja, hier würde ich direkt, bevor wir weitergehen, würde ich direkt hier an Hunter drauf klatschen, weil der Abschuss wird geboostet, die Schusskraft wird geboostet und das Tempo kommt auf 99 bzw. auf 98. Dann hat er ein gutes Passspiel. Leider ein 74er langer Pass. Eventuell kann man hier sogar auch einen Catalyst draufhaken, je nachdem, wo man ihn genau spielen möchte, weil den kann man natürlich auch im Sturm spielen, würde ich es euch zwar nicht empfehlen. Auf dem Flügel kann man ihn auch spielen, denn er hat auch 85 Flanken. Dann hat er 95 Beweglichkeit, 87 Balance, 93 Dribbling, 89 Ballkontrolle und eine Ausdauer von 84. Also sehr, sehr geile Werte als ZOM, als Stürmer, als Mittelstürmer oder auch als Flügelspieler. Hierbei würde ich natürlich den Stürmer nicht empfehlen. Allerdings kann man ihn schon vorne irgendwo spielen. Ja, wie gesagt, ein Hunter würde ich hier drauf klatschen. Dann gehen wir auf die Verlinkbarkeit, Freunde. Und ja, ich höre mich ein bisschen krank an, tut mir auf jeden Fall leid. Ich bin ein bisschen erkältet, keine Ahnung, was bei mir los ist. Ich habe immer irgendwie irgendwas. Das ist übrigens mein neues Team, finde ich sehr, sehr geil. Barella werde ich jetzt bald upgraden, denn sein Headliner kommt. Und Upamecano möchte ich irgendwie auch upgraden und Kunde auch, aber dafür fehlen halt die Coins. So, wir gehen auf die Premier League und wir gehen erstmal auf die Verlinkbarkeit, denn mir fällt jetzt schon ein Mahrez ein, aber sonst fällt mir halt nichts Gutes ein. Ja, das ist das Problem. Wo hat er nochmal gespielt? Moment. Bei West Ham war das, ne? Oh, warte, ich muss erstmal auf Dreamscott gehen. So. Wir haben hier einen Wise, den würde ich euch aber nicht empfehlen, weil den finde ich einfach nicht gut. Ja, ein Diop, der ist okay, der ist wirklich gut. Ein Anthony oder Antonio, der ihn damals mitgenommen hat. Und sonst gehen wir mal bei Algerien gucken, was es da so gibt. Aber da, wie gesagt, fällt mir nur ein Mahrez ein. Mahrez hat eine... Was war das für eine Karte? Geh mal schnell drauf. Ja, wieso lädst du jetzt? Das war eine Food Champions Karte. Ist nicht schlecht, ist aber auch nicht die beste Karte. Aber die Linkbarkeit von dem guten Benrahma ist einfach der Knackpunkt. Die SPC ist super, er ist nicht zu teuer. Ich werde ihn wahrscheinlich auch abschließen, weil ich ihn cool finde. Und er kann sich natürlich auch upgraden. Das ist das Große. Ja, wenn er ein Inform bekommt, wenn er Man of the Match wird, wenn er ein POTM bekommt, diese Karte wird sich upgraden. Und ja, Freunde, jetzt schau mal ganz kurz auf Footbin. Das mache ich jetzt immer in jedem Video. Hier haben wir ihn auf Footbin, Leute. Ich weiß nicht, wieso die Karte hier nicht ganz angezeigt wird. Hier haben wir einen Hunter. Kommt der auf eine 90er MS-Karte, 89er ZOM-Karte und 90er Flügelkarte. Oder Catalyst geht auch, weil da kommt er auf eine 91er Flügelkarte. Also Leute, Catalyst oder Hunter würde ich euch hier empfehlen. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht ihn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin raus, haut rein und ciao.